um Leon Lovelock hat, aber ich halte dieses Video für gefährlich. In diesem Video hat er grob zusammengefasst erklärt, dass diese ganze Corona-Sache hauptsächlich eine Verschwörung ist. Deswegen war das nicht gefährlich. Im Gegenteil, es war wichtig, dass es Menschen gab, die ihr Maul aufgemacht haben, auch in eine kritische Richtung. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Ein Ding will ich mir noch reinziehen. Das habe ich mir nie reingezogen. Das ziehen wir uns jetzt rein, ist mir egal. So, Digga, ich habe mir das nie reingezogen. Selbst der hat mich ja verlinkt gehabt und so. Seitdem redet er über mich, glaube ich. Ich habe mir noch nie irgendwas reingezogen. Und jetzt, wenn wir schon beim Thema sind und das ein bisschen aufarbeiten, ziehe ich mir das jetzt zum ersten Mal rein, meine lieben Freunde. Zum ersten Mal das Statement von damals. Gucken wir uns mal an, was er zu erzählen hat. Was geht ab, Freunde? Ich wünsche euch einen super Start in diese Woche mitten in der Pandemie. Ich habe heute wieder mal ein ernsteres Anliegen an euch. Es soll hier auch kein sinnloser Hate-Storm oder sonst was sein, aber es ist ernst, deswegen bleibt dran. Und gerade ist sowieso easy, weil jeder gerade auf Leon Lovelock rumhackt, so da kann ich jetzt auch mal kurz ein Video machen. Es soll kein sinnloser Hate-Storm sein. Finde ich gut, dass ihr das am Anfang mit erwähnt, so, weißt du? Aber wenn du zu einem Zeitpunkt, wo gerade alle aus allen Ecken rauskommen und versuchen, sich irgendwie über mich lustig zu machen und sich daran zu bereichern, dass sie gerade auf der sicheren Seite ein Video gegen jemanden machen können, dann ist das schon, dann partizipierst du schon ein bisschen mit, weißt du, wie ich meine? Da geht es mir heute um Leon Lovelock. Ich habe nämlich heute Mittag ein Video von dem gesehen. Und ich möchte mich über dieses Video auch nicht lustig machen, was er auch in seinem Video befürchtet hat, aber ich halte dieses Video für gefährlich. In diesem Video hat er grob zusammengefasst erklärt, dass diese ganze Corona-Sache hauptsächlich eine Verschwörung ist. Ja, hat er gesagt. Ich finde zwar niemand... Habe ich eigentlich... ich habe in dem Video nicht einmal gesagt, ey, Corona ist eine Verschwörung. Ich habe nur gesagt, dass wir aufpassen müssen, was der Staat anstellt gerade so mit diesem Virus und was der mit uns quasi anstellt. So. Und dass es eine Art Test sein könnte und dass wir aufpassen müssen, was die mit uns tun. Das war eigentlich so. Der Kern vom Video war, lasst euch nicht zu krass beeindrucken, was die Mainstream-Medien und der Staat euch gerade eintrichtern. So. Und wenn du im Nachhinein halt guckst, was alles rausgekommen ist, jetzt mit den RKI-Leaks und auch mit der Corona-Impfung, dann siehst du einfach, dass es wichtig war, dass es wenigstens Leute gab, die sowas gesagt haben. Der in mega Panik verfallen ist oder der sich verrückt machen lässt. Aber der Leon Lovelock, gegen den ich auch gar nichts persönlich habe, im Gegenteil, den ich eigentlich sogar für sympathisch und intelligent einschätze, den korrekt, Bruder, sogar mal eine Anfrage geschickt hatte, dass ich mich mit ihm genau über diese Dinge, solche Theorien, die er in der Vergangenheit auch gerne aufgestellt hat, mal unterhalten wollte. Echt, Digga? Habe ich nie mitbekommen. Ich glaube, dass er was Schlimmes anrichtet. Das ist halt krass, Bro. Es gab so wenige Menschen in dieser Zeit, die überhaupt irgendwas gesagt haben in eine skeptische Richtung so, weißt du, weil die meisten Leute sich auch nicht getraut haben, weil den meisten Leuten bewusst war, wenn du jetzt anfängst, dich kritisch zu äußern, dann kriegst du auf den Deckel, weißt du. Deswegen war das nicht gefährlich und im Gegenteil, es war wichtig, dass es Menschen gab, die ihr Maul aufgemacht haben, auch in eine kritische Richtung. Weil in keinem Mainstream-Medium wurde jemand eingeladen, der sich nur ansatzweise kritisch den Maßnahmen oder der Impfung gegenüber geäußert hat. So. Die wurden nicht eingeladen, die wurden alle sofort gecancelt und mundtot gemacht. So. Deswegen, warum gefährlich? Meine Anfrage noch nicht zu einem Gespräch zwischen mir und ihm gekommen, ist auch okay. Aber da er jetzt schon aktiv seine Follower in meiner Meinung nach falsche Richtung lenkt, möchte ich da was entgegensetzen. Und das ist der Zweck dieser Insta-Story. Ich sag's vorneweg, lieber Leon, das ist... Ich frag mich halt wirklich, wie diese Leute im Nachhinein denken, wenn die jetzt mitbekommen, dass RKI-Dokumente rausgekommen sind, die wirklich gezeigt und gesagt haben, dass die Maßnahmen, dieser Lockdown, einfach gefährlicher war als das Virus im Endeffekt. So. Das wird jetzt rauskommen, Step by Step. Und dass auch die Impfung wissentlich gefährlicher war, als es uns gesagt wurde. Weißt du, ich frage mich, wie Leute dann im Nachhinein reflektieren, weil dann switcht sich ja die ganze Aussage jetzt auch von ihm. Dann ist es ja eher gefährlich, was er macht und was Bushido gemacht hat. Das ist ja dann viel gefährlicher, Bro. Ein persönlicher Angriff an dich. Ich bin nach wie vor daran interessiert, mich auch mit dir hinzusetzen. Falls du das Bedürfnis hast, können wir uns gern darüber unterhalten. Ich habe nichts gegen dich, bin trotzdem der Meinung, dass du dich verrannt hast in eine falsche Richtung.
Und ich bin auch jederzeit dazu bereit, dir Rede und Antwort zu stellen, mich in einer Debatte mit dir zu stellen. Ich hätte sehr große Lust darauf und ich habe auch viel zu den Dingen zu sagen, die du da teilweise verbreitest. Was ich jetzt machen werde, ist einzelne Ausschnitte aus deinem Video einspielen. Stark, Digga, geil. Wir kriegen sogar Einschnitte, Freunde. Danach aus meinem persönlichen... Es gibt das Originalvideo, wurde von YouTube gelöscht. Es ist immer noch da. Ich kann es euch auch zeigen, weil es gibt Leute wirklich, die denken, ich habe das selbst offline genommen wegen dem Shitstorm oder so. Freunde, ich habe einen Scheißdreck. So, ich will das euch mal ganz kurz zeigen, weil, ja, das ist schon eine Behauptung, die, das nehme ich auch ein bisschen persönlich hier, weil ich würde niemals das Video offline nehmen, weil ich überzeugt von dem bin, was ich da gesagt habe, so, weißt du? Das war keine Sache, die ich so einfach so, ja, mal gucken und so. Nee, ich habe das Gefühl, dass das real ist, Bro. Da, so, die Corona-Verschwörung, wie sie uns langsam lahmlegen. Entfernt. Jetzt bekommt ihr eure Fakten und Daten zu Corona. Dr. Wolfgang Woda klärt auf, Bro. 2 Tage nachdem ich mein Statement hochgeladen habe, die Corona-Verschwörung. Dann nicht allzu viel später ist dann auch das Wodak-Interview selbst gekommen, ne? Hier nochmal, Corona at Outman, das habe ich privat. Dr. Wolfgang Woda im Interview. Ja, dann war ich auf der Corona-Demo noch. Dann habe ich einen fucking Talk noch mit Nate gemacht, auch über die Corona. Nate habe ich übrigens vergessen. Also, ich habe das auf jeden Fall nicht selbst offline genommen. Schade, dass man das Video nicht nochmal komplett sehen kann. Und basierend auf meinen Informationen, die man allesamt auch... Einer sagt gerade, krass, dass du monetarisiert bist bei deiner Schwurbelei. Ja, auf dem Highlight-Kanal sieht das schon ein bisschen anders aus. Aber Hauptkanal war zu der Zeit schwierig, aber mittlerweile ist das wieder besser geworden. Nachprüfen kann, kommentieren. Los geht's. Es gibt viel zu wenige Leute, die mal reflektiert hinterfragen, was da gerade passiert. So. Facts. So, dieses erste Video habe ich jetzt eingespielt, um zu zeigen, dass das, was Leon da richtigerweise sagt, leider auch auf ihn selbst zutrifft, weil ich nämlich in seinem Video weder Reflexion noch ein großartiges Hinterfragen sehe. Jetzt kommen wir als nächstes zu den Thesen, die er aufstellt. Wie meinst du jetzt, Digga, du siehst keine Reflexion oder irgendwie Hinterfragen? Das ist doch der Purpose von dem Video gewesen, Digi. Alle haben mitgemacht, das hat mich schockiert und ich habe mir gedacht, ey, ich muss ein Video machen, wo ich sage, ey Jungs, lasst euch mal nicht zu krass beeindrucken, weißt du, wie ich meine? Und es fängt schon von vornherein an, dass er seinen Zuschauer erklärt, dass es eigentlich gar nicht um das geht, was uns im Fernsehen gesagt wird, sondern um was anderes. Sag mal, checkt ihr nicht, dass die genau das schaffen, was die schaffen wollen? Angstmacherei. Facts. Kontrolle. Facts. Vorschreiben, was wir zu tun haben, was wir nicht zu tun haben. Facts. Freiheit einschränken. Facts. So, und hier fängt schon an. Hier wird von die geredet. Hier wird von die geredet, sagt er. Das heißt, Leon erklärt damit, dass es also ein größeres Ganzes gibt, eine größere Verschwörung. Hast du nicht mitgekriegt, dass die ganze Welt an einem Strang gezogen hat, Majuzza? So, das meinte ich mit die. Wo die Leute... Die Regierungen. ...versuchen zu kontrollieren oder einzuschränken, Freiheit der Leute zu rauben. Also der erste Schritt ist schon... Zwei Informationen, die einem suggestiv eingeredet werden. Erstens, es gibt ein größeres Ganzes dahinter, nämlich die. Und es wird versucht, Freiheit zu rauben. Ihr könnt gerne den Xavier mit mir machen. Macht den Xavier mit mir. Sagt, ich bin verrückt, ich habe eine Psychose, was weiß ich. Ich habe sogar schon gesagt, mach ruhig. Ich war mir dessen bewusst. Ich werde meine Fresse an der Stelle jetzt hier nicht mehr halten. So. Nicht mehr halten, Digga. So. Geht nicht. Ich bin bereit, für meine Freiheit zu sterben. So. Wer das nicht versteht, dann weiß ich auch nicht, Digga. So, und jetzt wird's immer gefährlicher. Jetzt wird's gefährlich. Also, wenn Menschen bereit sind, für ihre Freiheit zu sterben, dann wird's gefährlich, Bro. Also, wir müssen uns ganz klar, wenn Regierungen uns sagen, dass wir uns zu Hause einsperren müssen und einen Stoff vor dem Mund tragen müssen, der nichts bringt und das Einsperren auch nichts bringt, dann müssen wir das trotzdem tun. Weil Freiheit ist gefährlich. Das war die Zeit, wo alle Leute, die von Freiheit geredet haben, gefährlich waren. Die waren gefährlich, Bro. Wie Freiheit? Was laberst du, Bro? Was für Freiheit? Kommt schon das Totschlagargument.
dass man ihn ja ruhig für verrückt erklären kann. Gleichzeitig wird noch Xavier Naidoo verteidigt, was auch gar nicht klar geht. Und er sagt... Geht gar nicht klar, Xavier Naidoo zu verteidigen. Der ist Monomer, Bruder. Wir müssen unseren Rücken haben. Bis zum Tod gehen. Bis zum Tod, Bro. Bis heute. Warum gefährlich? Weil dahinter eine Dramaturgie ist. Der ist doch Grieche, der Cousin, ne? Bruderherz, deine Vorfahren, ne? Die Griechen, Digi, die waren auch bereit zu sterben für ihre Überzeugungen teilweise. Starke, stoische Männer. Entschlossenheit, die, wenn sie den richtigen unter seinen Followern trifft, dafür sorgen kann, dass Leute Dummheiten machen, die bis zum Tod gehen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns zu Hause ein... Das ist halt krass, Dummheiten, die bis zum Tod gehen. Das heißt, wenn du bereit bist, für deine Werte und für Freiheit der Menschen zu sterben, dann ist das eine Dummheit, wenn du dafür stirbst, die zu weit geht. Für mich ist eine Dummheit, die zu weit geht, das, was wir gestern angesprochen haben zum Beispiel. Wenn Leute sich in Käfigen Käfige reingehen und dann mit Haien schwimmen, um eine geile Instagram-Story zu machen. Das ist eine Dummheit, für die man stirbt. Aber für dein Volk, für deine Mitmenschen bereit sein, dein Leben zu geben, damit die frei sind oder einfach dafür zu kämpfen, ist keine Dummheit. Wegen einem Virus, der nicht tödlich ist. Wegen einem Virus, der nicht tödlich ist. Nochmal. Dieser Virus ist nicht tödlich. Ein normaler, gesunder Mensch kann von diesem Virus nicht sterben. Facts. Es ist Fakt. So, und jetzt ist das Stadium erreicht, wo ich einfach laut werden muss. Und deine Follower, wenn einige davon mir auch zuschauen, dazu auch. Jesus muss die retten, Digi. Oder muss genau das zu tun, was du am Anfang gesagt hast, nämlich zu überprüfen, zu hinterfragen, zu reflektieren. Denn du, lieber Leon, du äußerst dich hier gerade zu einem Thema, von dem du offensichtlich überhaupt keine Ahnung hast und zu dem du dich gar nicht informiert hast. Und du bist, das ist halt, das war eines der Argumente, die Leute am meisten gebracht haben. Ja, du bist gar nicht im Thema drin, du bist kein Virologe, du bist kein Arzt, du bist kein dies. Und dann hast du gesagt, was mit Wolfgang Wodak, was mit Bhakti, was mit diesen ganzen, ja, die sind verrückt, die sind alt, die haben schiefe Zähne, Digga, guck mal, deren Haare und so, dies, das, bla, bla, bla. Aber du, wenn du dich dazu äußerst und auf der Seite von Lauterbach und der Regierung bist, dann hast du Ahnung. Dann darfst du darüber reden. Aber jeder, der skeptisch ist, der ist jetzt kein Virologe, der hat keine Ahnung. Auch wenn ich kein Virologe oder Biologe bin und keine Ahnung habe, habe ich ein Gefühl, Digga. Jeder von uns hat was Göttliches in sich und jeder von uns weiß, was richtig und falsch ist. So. Wenn ich sehe, wie draußen jemand ein Kind vergewaltigen möchte, dann weiß ich, dass es falsch ist und ich helfe dem Kind. So. Und das mache ich nicht, weil ich Erfahrung habe mit Erziehung oder mit irgendeiner Scheiße. Das ist mein göttlich gegebener Instinkt, den ich in mir trage, der mir sagt, ey, das ist falsch, ich muss einschreiten. Und genau so ein Ding war das auch bei Corona gewesen. Ich habe es von Anfang an gespürt. Das, was du als Fakt erklärst, ist einfach nicht wahr. Ich verstehe einfach nicht, wie du so fahrlässig sein kannst, deine Reichweite und den Zuspruch, den du hast, zu nutzen und Fehlinformationen zu verbreiten. Ist überhaupt gar nicht wahr. Du kannst gar nicht erklären, dass Covid-19, wie es nämlich heißt und nicht Coronavirus, ist es ein... Und nicht das Coronavirus. Stabil, Bro. Also der hat auf jeden Fall bestimmt Virologie studiert, Digga, oder? Irgendwie sowas in die Richtung. Merkt man, dass du dir gar nicht die Zeit genommen hast, dich richtig zu informieren. Ja. Das ist der so. Daran merkt man es, meine lieben Freunde. Ich weiß, wie man das richtig ausspricht und ich habe mir das reingezogen und ich habe mir 3-mal die Tagesschau hintereinander reingezogen. Ich habe mich informiert, Bro. Ich kann darüber reden, aber du nicht, weil du sagst Coronavirus, Digga. Das heißt Covid-19, Bro. Behaupten, dass das nicht tödlich ist, ist der völlige Schwachsinn. Du kannst morgen beim Basketballspielen einen rostigen Nagel deinen Arm ankratzen, dein Immunsystem wird geschwächt und dann kannst du sogar am Schnupfen oder an Lungenentzündung sterben. Warum finde ich das jetzt schlimm, dass du das sagst? Weil es den Leuten einfach ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt, dass diese Krankheit ja per se durchweg immer ungefährlich ist für jeden jüngeren Menschen, der auch glaubt, ein starkes Immunsystem zu haben. Und das ist gefährlich. Da steckt ein Plan dahinter, Freunde. Die wollen uns einschränken, die wollen uns kontrollieren. Das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt. So, jetzt kommt die nächste Theorie. Die wollen uns einschränken, die wollen uns kontrollieren. Bruder, jetzt ist es so krass, dass das ist. Wir reagieren auf das Video. Einige Leute fragen sich hier gerade, warum wir auf das Video reagieren. Wir reagieren auf dieses Video, weil jetzt mittlerweile auch in den öffentlich-rechtlichen Medien Berichte am Start sind in Deutschland, wo RKI-Dokumente geleakt werden, die
offensichtlich beweisen, dass die Maßnahmen und auch die Impfung, dass da Informationen im RKI waren, die uns nicht mitgeteilt wurden, so, weißt du? Und im Nachhinein betrachtet, wenn Leute sich das reinziehen und dann das reflektieren, was ich gemacht habe, was ich gesagt habe, so, dann passt das zusammen, Digga, und ich will, dass die Leute das verstehen, so. Ich will, dass sie sehen, dass ich versucht habe, das, was ich fühle, den Leuten mitzuteilen, ohne zu wissen, was passiert oder nicht passiert, weißt du? Aber ich habe das einfach gefühlt. Und ich habe es selbstlos gefühlt und nicht egoistisch. Ich habe das Video nicht gemacht, damit ich Klicks mache. Ich habe das Video nicht gemacht, damit ich mehr Fame bekomme. Ich wollte nicht der Kopf vom Widerstand sein oder so ein Scheiß. Ich habe das Video einfach nur gemacht, weil Gott mir das gesagt hat, weil ich es gespürt habe in meinem Herzen und weil ich für Menschen da bin auf dieser Erde und nicht für mich persönlich. Und wenn ich sowas spüre und sehe, dass keiner irgendwas sagt, dann sage ich was, Bro. Und jetzt 4 Jahre später kommen langsam diese Informationen raus, die belegen, dass mein Gefühl richtig war, Digga. Auch wieder ohne Beweise, einfach so, du hast vorher die Medien kritisiert, aber jetzt soll man dir das einfach so glauben und so viel auch zu Angst machen. Wenn du deinem Followern das Bild oder den Eindruck vermittelst, dass hinter dem, was gerade offensichtlich und logischerweise, wenn man die Fakten betrachtet, einfach Vorsichtsmaßnahmen vor einem weltweit grassierenden Virus sind, was verbreitest du außer Angst? Und die logische Das ist das Krasse dabei so. Er wirft mir vor, dass ich Angst verbreite mit dem Video, was ich gemacht habe. So. Und du hast jeden Tag in den Nachrichten die Moderatoren da stehen sehen und hast die gesehen, die irgendwelche Karten präsentieren mit Rot, überall ist Rot. Corona, Sterben, Tote, wie viel Tote? Jeden Tag aufs Neue. Live-Ticker bei NTV, so und so viel Tote vom Coronavirus, dies, das. Was ist denn die wirkliche Angstmache so? Weißt du? Was ist denn die wirkliche Angstmache? Ist das wirklich Angstmache, was ich gemacht habe? Oder war ich jemand, der Leute zum Nachdenken angeregt hat? Ich sag doch nicht, dass ich von allem die Wahrheit weiß oder damals wusste oder nicht. Ich habe einfach nur mein Gefühl geäußert. Und das könnte eventuell den ein oder anderen dazu anregen. Und ich glaube, das hat es auch getan, dass der ein oder andere mal einfach hinterfragt, was er jeden Tag in den Nachrichten sieht und sich denkt, ist das wirklich so? Sollte ich mich wirklich einsperren lassen? Sollte ich wirklich diesen Stofffetzen vor meinem Mund tragen? Sollte ich wirklich mich impfen lassen? So? Weißt du? Ist doch legitim. Wenn es daraus ist, oder die logische Frage, die man sich danach stellen sollte, ist, was passiert oder was resultiert aus Angst? Was kommt als nächstes nach Angst? Wut und Aggression. Und damit kommen wir schon auch zum nächsten Ausschnitt. Wir dürfen nicht mehr einfach das tun, was die da uns sagen, was die uns im Fernsehen mitgeben, was die in Zeitungen schreiben. Wir dürfen dem nicht zuhören. Dürfen wir nicht. Diese Angst und diese Wut wird jetzt genutzt, um im Prinzip genau das zu machen. Bruder, und ich gebe zu, ne, ich war sehr emotional in dem Video, weil das für mich halt auch ein emotionales Thema war. Und ich wirklich gefühlt habe, dass das eine ernste Geschichte ist. So, ne? Deswegen habe ich das auch so ernst und emotional rübergebracht. Heutzutage würde ich es eventuell sogar anders machen, ein bisschen ruhiger, weil ich einfach ein ruhigerer Mensch geworden bin. Aber es war wichtig in der Zeit, das so zu machen, meiner Meinung nach so. Und auch wenn das extrem rüberkommt, was ich da sage, ich stehe immer noch dazu. Wenn ich gucke, was die Mainstream-Medien und Nachrichten und so über gewisse Konflikte, über Weltgeschehen etc. pp. Uns erzählen, alleine auch über die Geschichtsschreibung, Menschheitsgeschichte und diese ganzen Sachen, Bro, wenn du da ein bisschen reinsteigst in die Recherche und wenn du da guckst, was wirklich abgeht, dann merkst du, dass wir bei ganz vielen Themen einfach nicht richtig informiert werden. Deswegen das Statement, dass man diesen Leuten und diesen Medien nicht vertrauen sollte, ist ein wahres Statement. So, du solltest immer skeptisch sein und hinterfragen. Du sollst auch mir nicht hundertprozentig vertrauen. Du sollst auch mich skeptisch hinterfragen und dich fragen so, ey, übertreibt der hier gerade vielleicht oder ist das vielleicht einer drüber oder erzählt der gerade irgendeinen Müll? Aber das sollten wir bei allen Leuten machen und bei allen Sachen, die wir gerade von Medien präsentiert bekommen. So. Was du am Anfang den Medien und dem System unterstellt hast, Kontrolle. Du willst jetzt den Leuten vorschreiben, was sie glauben, was sie hören und wem sie zuhören sollen. Es ist kein Geheimnis mehr, dass die Mainstream-Medien versuchen, uns zu kontrollieren. Die Regierung versucht, uns zu kontrollieren. So, es ist kein Geheimnis mehr. Und ich bin davon von ganzem Herzen. Und ich habe gemerkt auch, dass dieser Zeitpunkt mit Corona ein Schritt in die Richtung war, dass immer mehr Leute das verstehen werden. Dass immer mehr Leute aufwachen werden und verstehen werden, dass ein Großteil von den Sachen, von denen wir informiert werden, einfach gelogen ist. So.
von den ganzen Sachen, die in der Welt abgehen und wie die uns versuchen zu indoktrinieren, das ist einfach nur ein Riesenspiel. So, ein Großteil davon. Nicht alles, aber ein Großteil. Überzeugt. Erstens hast du sogar recht, es ist kein Geheimnis, aber es ist auch nicht das, was du versuchst unterschwellig zu erklären, nämlich Fakt. Es ist auch kein Fakt, dass die Medien, die Regierung uns kontrollieren. Das ist eine völlig krude Theorie, die du mit... Ey, ich könnte jetzt genug... Bro, ich meine, da können wir agree to disagree, so, aber ich kann dir genug Beispiele liefern, wo die uns halt voll gelogen haben, so. Weißt du? Vielleicht nicht alle und nicht immer, aber oft. Nicht belegen kannst. Es ist die Zeit gekommen, dass wir auch aufstehen. Und ich weiß, dass es da draußen ganz viele Leute gibt, die nicht daran glauben, was die uns erzählen. Aber trotzdem danach handeln. Die gehen trotzdem Hamsterkäufe machen. Gestern war Vollmond, die Emotionen kochen hoch. Kocht drin, na Mann. Also das ist zum einen auch wieder total fahrlässig, weil ob du es so meinst oder nicht, es ist einfach ein Aufruf zu Aufständen und Unruhen. Also auch völlig fahrlässig. Und zum anderen... Völlig fahrlässig, Bro. Weißt es auch wieder, wie wenig du nachdenkst, bevor du redest, weil du wirfst den Leuten vor, dass sie das machen, was man sagt. Also du wirfst den Leuten Hörigkeit vor, also dass sie auf das hören, was von oberster Stelle empfohlen wird. Aber dann nimmst du als Beispiel Hamsterkäufe, obwohl seit Wochen von Bundesregierung, von offizieller Stelle genau dazu, davon abgeraten wird. Du lieferst... Ja, aber warum machen die Leute denn Hamsterkäufe, mein Jutster? So, das musst du dir auch mal hinterfragen oder musst du dir auch mal überlegen. Würden die Leute jeden Tag Klopapier in Massen kaufen, wenn die Regierung denen nicht so eine krasse Angst machen würde? Nein, würden sie nicht. Das ganze Video über immer wieder Beweise dafür, dass du überhaupt gar nicht qualifiziert bist, den Leuten irgendeinen Rat oder eine Einschätzung über diese Lage zu geben. Und du bist, aber ich bin nicht qualifiziert, aber du ja, oder wie? Das war immer so diese Aussage. Alle Leute, die kritisch sind und die... Ja, versuchen den Leuten auch eine andere Seite zu zeigen, beziehungsweise einfach zu hinterfragen, die waren immer nicht qualifiziert. Aber alle Leute, die unterstützt haben, ob es Bushido war oder du oder auch andere Leute, die waren qualifiziert dann zu unterstützen. Aber die, die nicht unterstützt haben, die waren nicht qualifiziert. Wo sind deine Quellen, Bruder? Nur weil du... Ich weiß nicht, merk dir selber, oder? Muss ich da was sagen? Wir sollen keine Angst vor dem Virus haben. Wir sollten Angst davor haben, was die Regierung mit uns macht, Digga. So. Das ist das Eigentliche. Davor sollten wir Angst haben. Und dann kommen jetzt einfach, das ist halt das Krasse, dann kommt jetzt einfach diese teilweise ungeschwärzten RKI-Berichte raus, die einfach zeigen, dass die Maßnahmen übertrieben waren. Und dass man viel mehr Informationen hatte, dass die Maßnahmen schädlicher sind, als wir dachten. So, weißt du, wie ich meine? Das ist doch krank, Bro. Das ist doch krank. Was passiert hier gerade? So, auch hier jetzt wieder wird deinen Followern zum einen die Angst vor Coronavirus Covid-19 genommen, somit auch die Vorsicht. Und zum anderen machst du Panik vor der Regierung. Warum? Was hat die Regierung dir getan, Leon? Warum machst du das? Ich bin der Letzte, der einfach... Zieht er sich das rein auch jetzt, so diese ganzen Sachen so im Nachhinein? Mit Lauterbach, was der zugegeben hat und mit diesen RKI-Berichten und so, zieht er sich das rein? Hörig ist und alles mit Ja und Amen übernimmt. Ich habe selber systemkritische kritische Texte. Aber echt? Gerade in Zeiten von der Pandemie, deinen Followern, die halt teilweise selber noch Kinder sind, unreflektiert, die alles auf so... Digga, meine Follower waren noch nie, also irgendwie, Kids haben mich nie gefühlt. Kids haben mich irgendwie nie gefühlt. Also meine Follower waren meistens immer so von 18 bis 30, 40 so. Also die Kids haben mich nie gefühlt, weil ich, glaube ich, zu wenig NPC bin, weißt du? Zu wenig einfach bescheuert. Kids mögen eher so diese bescheuerten Leute, glaube ich. Wie ein Schwamm, was du sagst, denen zu erklären, dass sie... Ich meine, ich bin schon bescheuert. Das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Stimmt so nicht. Ich bin schon durch. Bin schon ein kaputter Typ. Aber irgendwie war auch mein Humor und wie ich bin immer... Haben sich immer mehr so Erwachsene, gerade Männer, attracted gefühlt. Weißt du, ich meine, I don't know. Angst haben müssen. Vor der Regierung, die eben nun mal hier die Staatsgewalt ist, die... Ich glaube, Kids haben Angst vor mir. Altersumfrage. Haut mal rein, Digga, wie alt seid ihr? Die Maßnahmen ergreift bei einer Pandemie. Das ist einfach, wie ich schon vorher gesagt... Nein, Jesus fokussiert sich nur noch darauf, Reactions auf deine Videos zu machen, weil er gar keinen Plan hat, was er sonst machen soll. Ist krass, Alter. Wenn ich mir das jetzt reinziehe, ich habe mir das Video nie reingezogen, ne? Was er da gesagt hat, so über mich.
Und ich habe da nie drauf reagiert. Ich habe nie was dazu gesagt. Vielleicht hat das dafür gesorgt, dass er irgendwann dann auch angefangen hat, Reactions gegen mich zu machen, um wieder die Attention und die Aufmerksamkeit zu bekommen, dass ich irgendwann endlich auf irgendwas reagiere. So. Und heute, durch diese ganzen Corona-Sachen, die rausgekommen sind, reagiere ich jetzt auf das Video von damals, Bro. Also, falls das das Ziel war, Digga, wir sind da. Ich habe genau das, was du dem Start an... Alterstechnisch 37, 45, 36, 23, 34, 18, 32, 32, 27. Das ist vorgeworfen. Siehst du? Die meisten sind hier über 20. Mitte 20er, 30er, Ende 30, 40er, 50er, 52. Und du machst es selber. Du bist wieder ein eigener kleiner Leon Lovelock Start, der seine eigenen... Man merkt aber schon, dass der einen Kick hat, ne, auf mich. So mit seinen Kopfbewegungen und seinen Augen sagen schon so, ey, der fühlt mich eigentlich nicht, ne? Oder? Was sagt ihr? Oder kommt mir das nur so rüber? Eben habe ich so ein bisschen was gefühlt. Genau das, was du dem Staat anfangs vorgeworfen hast. Und du machst es selber. Du bist wieder ein eigener kleiner Leon Lovelock-Staat, der seine eigenen Follower und Bürger kontrolliert. Aber kleiner Leon Lovelock-Staat, Digga. Wir sind hier Love Gang, Digga. Sind wir ein Staat? Können wir das hinbekommen? Also es wäre auf jeden Fall eine Art Ziel von mir. Das habe ich ja schon immer gesagt. So eine schöne Community irgendwo im Dschungel. Einen eigenen Staat gründen. Im Endeffekt. Ich will keinen Staat haben, weil Staat ist für mich immer so negativ behaftet. Ich will einfach eine geile Community haben. Aus Menschen, die ein gutes Herz haben und menschlich sind. Dass man dann zusammen was Schönes kreieren kann. So, das würde ich mir erträumen. Und trotzdem alles. Ein Dorf so. Kein Staat, ein Dorf. Was die uns sagen, Digga. Und wenn die mir sagen, ich muss zu Hause bleiben, dann werde ich rausgehen. Ich werde rausgehen. Ich werde 100% rausgehen. So, bin ich auch die ganze Zeit. Das ist auch wieder so ein Punkt, Alter, wo ich dir auch mal ins Gewissen reden möchte, auch jedem anderen. Merkst du nicht, wie egoistisch das ist, Alter? Nur weil du selber entschieden hast, zu wissen, dass das alles gar nicht wahr ist, ohne einen handfesten Beleg zu haben. Entscheid. Da sieht man mal, wie krass mein Gefühl ist, ne? So. Du dich, nicht nur dich selbst, den Maßnahmen von Experten von... Wieso ziehst du dir das rein, Bro? Reicht, sagst du? Reicht. Ich wollte, Bro, das hat gut gepasst gerade, als wir uns das RKI-Video reingezogen haben, mal zu gucken, was so vor 3-4 Jahren die Leute über mich und mein Statement gesagt haben. Ich finde, das gehört mit zur Aufarbeitung dazu. Medizinern, die jahrelang Medizin oder Wissenschaft studiert. Leon, meinst du, die schämen sich eigentlich für das, was sie getan haben heute oder sind... Die vollkommen frei davon. Ich merke, dass die Leute aus den Medien alle so tun, als ob da nichts war. Und so tun, als kommt das, ist lange vorbei. Ach komm, das ist lange vorbei. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob die Leute irgendwas dabei fühlen im Nachhinein. Was sagt ihr, Chat? Glaubt ihr, die Leute, die damals voll auf Linie waren und den Staat unterstützt haben und die Maßnahmen unterstützt haben und die Impfung unterstützt haben, wenn die sehen, was heute so rauskommt und so, meint ihr, die fühlen dabei irgendwas oder denkt ihr, die sagen, ach komm, passt schon. Zu widersetzen, nein, du rufst sogar öffentlich deine Follower dazu auf und gefährdest alte Menschen. Ist ja. Also was ich sagen muss, das will ich auch mal hier in der Öffentlichkeit auch sagen, ich glaube, ich habe 2 Nachrichten bekommen. Von einfach random Followern von mir auf Instagram, die mir einen guten Absatz geschrieben haben, die gesagt haben, ey Bro, damals, als du dein Statement gemacht hast, da habe ich dich beleidigt. So. Ich habe deine Mutter beleidigt oder irgendwie sowas. Und jetzt nach 2 Jahren fühle ich, dass das, was du gesagt hast oder viele Sachen, die du gesagt hast, fühle ich jetzt heutzutage auch. Und deswegen will ich mich dafür entschuldigen. Gab es 2 Leute. So, und das ist schon... In dem Moment bin ich dann auch nicht mehr böse oder sauer oder so, da denke ich mir dann, okay. Also den ein oder anderen Kandidaten gibt es, der sich reflektiert und sich sagt, fuck, da habe ich vielleicht damals was falsch gemacht, so, weißt du? Dass du hier in einem Erste-Welt-Land in deiner Komfortzone als beruflicher YouTuber dich in Che Guevara-mäßig in deinen Rechten nicht einschränken lassen willst, aber hast du schon mal daran gedacht? Che Guevara-mäßig in den Männern. Dass, falls es eben doch stimmen sollte, du einfach in Kauf nimmst, dass du dich daran beteiligst, dass alte Menschen, und wie gesagt... Das war auch so ein Ding, dass du dich daran beteiligst, dass alte Menschen sterben, so. Damit wollten die uns dieses schlechte Gewissen einreden, so. Jeder, der nur ansatzweise kritisch ist oder sich irgendwie gegen die Maßnahmen äußert oder
irgendwas sagt, was nicht dem entspricht, was ARD und ZDF sagen, ihr seid dafür verantwortlich, dass Menschen sterben. Wegen euch sterben ihr Ungeimpften, ihr seid der Blinddarm der Gesellschaft. Euch müsste man eigentlich einsperren oder irgendwie bekämpfen halt einfach, weil ihr seid die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass Menschen sterben. So ein Ding war das gewesen, weißt du? Wie krass eigentlich, wenn du im Nachhinein betrachtet das siehst. Die meisten Menschen können sich gar nicht reinversetzen in die Lage von den Ungeimpften damals. Dieses Gefühl zu bekommen, dass du ungewollt bist und dass du ein schlechter Mensch bist und dass du böse bist, weil du dich nicht impfen lassen möchtest, weil du nicht mitspielst, du bist so böse. Das ist krass. Dass ihr meine Position versteht, ich bin hier nicht von der Regierung geschickt, ich bin auch draußen, wie ihr seht. Er ist nicht von der Regierung geschickt. Verstehe. Okay, Freunde, ey, ich weiß nicht, das war jetzt die Hälfte vom Video. Müssen wir uns nicht... Jesus kommentiert Leon Lovelocks Statement. Tschüss. Noch eins. Ey, ich werde das eventuell trotzdem bei YouTube hochladen. Gebt euch das auf jeden Fall. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Wir haben ein bisschen aufgearbeitet so, weißt du? Aufarbeitungs-Vibes werden wir eventuell auch nochmal machen. Mit einem anderen Video hier, vielleicht von KuchenTV oder von Justin oder was, keine Ahnung. Bisschen mal diese ganze Corona-Zeit zu reflektieren, ist das eine gute Sache. Wir dürfen das nicht vergessen. So, ich liebe euch.